Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Also, ich und mein Bruder haben uns in Zusammenarbeit mit Schuh Schmied ein neues Format überlegt, das heißt eben Outfit des Monats, und da stellen wir euch jeden Monat ein Outfit vor, was nicht mehr als 150 Euro kostet. Da sind natürlich die Schuhe dann ausgeschlossen, weil die Schuhe eben meistens mehr kosten oder halt einen Großteil vom ganzen Outfit. Und wem Schuh Schmied nichts sagt, das ist eben so ein Modehaus, Schuh- und Modehaus eigentlich, in Augsburg, wo halt verschiedene Altersgruppen vertreten sind, in allen Bereichen so zum Anziehen. Da gibt es auch eher so, also jetzt einen Freizeitlook, aber auch Hugo Boss und sowas. Also findet man halt echt alles. Also bevor ich jetzt mit dem Outfit anfange, wir haben das eben so geregelt, dass das Video immer am ersten Sonntag des Monats erscheinen wird. Aber wenn der erste Sonntag im Monat jetzt zum Beispiel ein 6. ist, wird es halt im vorherigen Monat, im letzten Sonntag kommen, das heißt halt dann am 28., 29. oder sowas. Und einen Tag davor wird dann immer jeweils auf meinem Instagram, kann ich ja euch nochmal verlinken, wer es noch nicht gesehen hat, werde ich da immer einen Shot dazu hochladen zu dem jeweiligen Outfit, was ich dann einen Tag noch vorstellen werde. Also dann komme ich schon zum ersten Teil, das wäre ein Teil von Jack & Jones, das war im Sale jetzt. Habe ich in der Size XL genommen. Was ich an dem Pulli gut finde oder was mir richtig taugt an dem, ist, dass der eben richtig leicht ist. Also man kann den mega gut im Sommer anziehen, und der hat halt auch so einen kleinen Sidesplit hier unten, was ich an Pullis eigentlich auch mega mag. Also ich trage eigentlich auch T-Shirts mit Sidesplit öfters mal. Hat jetzt regulär 35 Euro gekostet, kostet jetzt noch 26 Euro, also kann man echt nichts falsch machen. Und was ich geil finde an dem Pulli, dass eben der orientiert sich ziemlich stark an dem Magella-Pulli. Also ich finde, dass er dem ziemlich ähnlich sieht. Und ich meine, wer jetzt eben nicht, weiß nicht, was jetzt ein Magella-Pulli kostet, ist immer unterschiedlich, aber wer jetzt nicht mehrere hundert Euro für einen Magella-Pulli latzen will, der kann, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative, sich den zu holen. Und ich werde das danach auch nochmal abdrehen, dass ihr dann seht, wie der an mir fittet. Übrigens, ich bin etwa 1,80, habe XL genommen, also könnt ihr da mal gucken, welche Größe ihr braucht, wenn ihr daran interessiert seid. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und dann schon zum nächsten Teil von mir, von dem Outfit eben. Das wäre so eine Slimfit-Hose von Jack & Jones. Die meisten kennen wahrscheinlich Jack & Jones, und viele tragen das wahrscheinlich von euch auch. Oder jedem sagt das eigentlich was. Was ich an der Hose gut finde, also ich habe jetzt mehrere Hosen von Represent und sowas. Die Hose kostet halt jetzt nur 60 Euro, also etwa die Hälfte von einer Represent-Hose, und ich kann aus Erfahrung sprechen, dass die Qualität eigentlich ziemlich stark mit der mithalten kann, und ich finde auch den Fit mega geil. Ich habe die jetzt in einer Waist 29, Länge 32 genommen, also könnte eigentlich so gut wie True to Size gehen. Und ja, es ist halt eine Slim-Fit-Hose, schwarz gehalten, kann man eigentlich immer anziehen. Und ja. Zu dem Outfit würde ich eben hier mein Vans Oldschool Checkerboard tragen. Was ich aber zu Schuhschmied sagen kann, die haben eben eine mega große Auswahl an Freizeitschuhen sowie auch an Sportschuhen. Heißt eben, die haben jetzt eine mega große Auswahl an Vans. Ich glaube jetzt nicht genau das Modell, aber halt 500 andere Varianten ungefähr. Und die haben zum Beispiel auch den neuen Ultra Boost gehabt in mega vielen Größen. Und ja, den habe ich jetzt eben von Amazon. Die meisten holen den wahrscheinlich auch von Amazon, weil man den sonst, oder weil er halt da am billigsten ist, kostet um die 50 Euro. Aber ja, das wäre eben der Schuh, den ich zu dem Outfit tragen würde. So, nach dem 35. Mal hoffe ich, dass ich das jetzt mal hinbekomme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren eine Meinung da lassen, was ihr von dem ganzen Format haltet. Und was ich noch gerne möchte, was ganz cool wäre, ihr könnt von dem ganzen Outfit, was ich jetzt eben abdrehe, eure Meinung abgeben oder halt eine Meinung dazu schreiben von den Noten 1 bis 10 eben, oder von den Zahlen 1 bis 10. 1 ist rote Flystepper mit rotem Hemd umgebunden, also geht gar nicht klar. Und 10 ist...
Also ist richtig geil und würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Und ja, dann würde ich sagen, rede ich nicht lang um den heißen Brei und fange direkt an. Also was ich noch vergessen habe, ja, ja. Also was ich noch eben sagen wollte, ist eben da, was ich am besten finde an dem Ganzen, Digga, ich rede zu viel um den heißen Brei, Maruk. Und die haben, wie gesagt, Digga, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Digga, ich hab keinen Bock mehr.